Dein Wunsch ist, die innere Unruhe auf Null zu bringen. Vielleicht musst du dich bei einem bestimmten Menschen noch entschuldigen. Und wenn du's tust, dann tu es nur, wenn es von Herzen kommt. Selbst wenn er es zuerst nicht annimmt, keine Angst, er merkt es schon. Resümiert das Gesagte später für sich in der stillen Nacht. Du würdest dich wundern, bei wie vielen dann ihr Handy geklingelt hat. Wie viele Tränen geflossen sind in der Reue. Passiert sowas in geschlossenen Räumen, wird man's dir oft nicht bezeugen. Doch es geschieht, deshalb schreibe ich's auf diesem Beat. Warum immer so aggressiv? Versuch es und sei doch mal lieb. Auch wenn du dir einredest, dass es nicht deiner Natur entspricht. Vorsicht, verleugnest du deinen Kern, wirst du von deiner Natur gefickt. Unsichtbare Kräfte lenken uns, damit das große Puzzle sich fügt. Wenn wir es nicht hinkriegen oder zu dumm sind dafür, möchtest du, dass dir statt Unheil ein Wunder geschieht? Weiche einem Schatten aus, indem du dich neigst zur Empathie. Wenn das Leben mit dir spielt und du am Rande der Verzweiflung bist, das Gefühl von Lebenslust und alles Schöne mit der Zeit vergisst, sollten wir einander mehr verstehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Es ist Mitgefühl, das so vielen von uns fehlt. Sitze an der Wanne einer guten Freundin, damit sie friedlich dort chillt. Denn sie nimmt gegen Depri/Epilepsie-Pillen und traut sich nicht darin, allein zu sein. Sie ist hübsch, doch sowas ist gefährlicher Ernst, da denkt man nicht an Schweinereien. Hier geht's um Mitgefühl und da ich weiß, wie entspannend das Baden wird, pass ich auf, damit dir da nichts passiert. Krass ist, wir hatten einen anderen Kreis, haben uns früher gehasst. Wer hätte gedacht, dass wir füreinander da sind, heute wird drüber gelacht. Wie ich bin, lässt sich nicht bloß durch Musik übertragen. Bei mir waren schon öfter Menschen, die sonst niemanden haben. Sie waren wie von meinem Schlag verletzt, also hab ich sie verbunden über Jahre, bis sie dann endlich alleine fliegen konnten. Wenn du sie triffst, dann kannst du sie danach fragen. Sie werden dir das bejahen, es war nicht easy, doch es war. Glaub mir, ich hab einigen geholfen, trotzdem Sucht und der Drogen. Mein Name vom heiligen Christophorus, der Schutzpatron der Reisenden. Ich bin die Mitte von ihrem Weg, da wo es am schwersten ist. Und dann der, der nach Heilungen alleine ist. Ich mach's aus freien Stücken, nicht um gute Karma-Punkte zu sammeln oder vor anderen für ein besseres Ansehen. Gott sieht alles und er weiß genau, warum wir Dinge tun. Egal wie sehr wir sie meistern, die Kunst der Illusion. Hilfe kann Herzen so sehr mit Liebe erfüllen, auf dass die Scheide für immer das Schwert in Frieden umhüllt. Wenn das Leben mit dir spielt und du am Rande der Verzweiflung bist, das Gefühl von Lebenslust und alles Schöne mit der Zeit vergisst, sollten wir einander mehr verstehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Es ist Mitgefühl, was so vielen von uns fehlt. Wenn das Leben mit dir spielt und du am Rande der Verzweiflung bist, das Gefühl von Lebenslust und alles Schöne mit der Zeit vergisst, sollten wir einander mehr verstehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Es ist Mitgefühl, was so vielen von uns fehlt. I say.